Anomalie Nummer 7, wenn ich richtig gezählt habe. Hast du. Insgesamt sind es 10. Du hast also fast alle. 10? Okay. 10 schaffe ich. Verleiht der Animus Erfolge für solche Sachen? Sorry, verleiht er was? Vergiss es. Thank you.
Thank you.
Hast du gehört? Der Hohe Rat hat der Mutter ihren Titel aberkannt, weil sie unserem Peiniger die siebte Methode unserer Rettung überließ. Die siebte Methode? Ist sie aussichtsreich? Warum hat man uns nichts gesagt? Ich kenne nur Gerüchte und Hörensagen. Anscheinend erfordert die siebte einen menschlichen Wirt. Ein menschlicher Wirt? Eine Wiedergeburt? Als einer von denen? Ja, doch es ist ein kleiner Verlust für ein hohes Ziel. Ein Wagnis, das wir angeben müssen.
Langsam gut darin, Layla. Ich bin Ingenieurin. Diese Rätsel sind ein Kinderspiel. Die geistige und körperliche Belastung ist trotzdem hoch. Das stimmt. Ich musste noch nie durch flüssige Gleichungen schwimmen, um sie zu lösen. Hab die Daten. Hier kommen sie. Eivor, die Felle aus Ratoin sind angekommen. Nun können wir sie gegen Flans Geschenk eintauschen. Komm, sieh mir.
Lazar, du hast einen Handelsposten. Ich habe es von dem Händler selbst gehört. Wir haben genügend Felle für Flans Geschenk. Hier, nimm. Schließe den Handel ab. Feine Gewürze, die es sonst nirgendwo gibt. Ich sorge dafür, dass sie für die Krönung geliefert werden. Flan wird sicherlich die Stärke von Düflins Handel erkennen. Wo wir davon sprechen, es gibt überall in Irland verlassene Handelsposten. Du schlägst vor, dass ich sie einnehme, um Düflins Reichweite zu erhöhen. Wir erhielten dadurch Zugang zu Waren, die wir sonst nicht in die Hände bekämen. Eine große Beute. Ich halte nach Gelegenheiten Ausschau. Doch zuerst suche ich Barrett auf. Er wird von Flans Geschenk erfreut sein.